haben wir es angeworfen soweit, ja, Batterien. Dann können wir loslegen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Tennis Borussia zur Pressekonferenz zur Vorstellung unseres neuen Cheftrainers Thomas Bradaric. Wir freuen uns über Ihr Interesse. Schön, dass Sie alle erschienen sind. Neben den Vertretern der Medien begrüßen wir natürlich auch alle anderen Interessierten, die heute hier zu uns ins Mommsen Casino gekommen sind. Mit mir hier am Podium zum einen unser Vorstandsvorsitzender Jens Redlich und zu meiner Linken Thomas Bradaric. Vorstellung eigentlich relativ überflüssig. Wir alle kennen ihn aus vielen Jahren Bundesliga. Er ging auf Torejagd für den VfB Stuttgart, für Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen, dort auch sehr viele internationale Einsätze absolviert, dann später der VfL Wolfsburg und vor dem VfL Wolfsburg und auch danach dann nochmal 3 Jahre unterwegs für Hannover 96. Wo das Tor steht, das wusste Thomas immer ziemlich genau. In 204 Bundesliga-Einsätzen traf er stolze 54 Mal. Das blieb auch Rudi Völler und Jürgen Klinsmann nicht verborgen, die ihn beide in die Nationalelf beriefen, unter anderem zur Europameisterschaft 2004 in Portugal und dann ein Jahr später auch beim Confed Cup in Deutschland. Ja, nach Beendigung seiner aktiven Karriere blieb Thomas seiner Leidenschaft weiter treu und war weiter im Fußball unterwegs, unter anderem als Sportdirektor, aber hauptsächlich als Trainer. Das ging los damals bei Union Solingen. Am präsentesten ist uns hier in der Region wahrscheinlich sein Engagement bei der TSG Neustrelitz mit der Regionalligameisterschaft. Das war 2013/14, glaube ich. Aber auch im Ausland war er unterwegs, in Usbekistan, in Weißrussland, bei renommierten Verein Dynamo Minsk als Sportdirektor. Und seine letzte Auslandsstation war jetzt im letzten halben Jahr bei mazedonischen Vizemeister FK Skedenia, glaube ich, ne? Skedenia, genau. Und jetzt seit einer Woche ungefähr ist Thomas Liga Weißer, was uns natürlich außerordentlich freut, was uns auch ein Medienecho beschert hat, dass wir in der Oberliga nicht unbedingt gewohnt sind. Heute wollen wir die Gelegenheit nutzen, Thomas nochmal ganz offiziell vorzustellen und ihm Gelegenheit geben, Ihre Fragen zu richten an den Vorstand und natürlich an Thomas persönlich. Wir werden sicher auch die Gelegenheit nutzen, nochmal ein bisschen rückzublicken auf vergangenen Freitag. Da war die Premiere von Thomas gleich ziemlich tough, nämlich das Auswärtsspiel beim extrem heimstarken Tabellenführer, dem FSV Optik Rathenow. Eins ist sicher, Thomas ist nicht zum ersten Mal im Mommsenstadion, es gibt zumindest einen Besuch, der dokumentiert ist, das liegt schon gleich her, damals hat er uns geärgert, das war nämlich 1998, da war er zu Gast hier im Mommsenstadion mit Fortuna Köln und kaum waren 2 Minuten gespielt, da hat es bereits geklingelt im Kasten von Goran Choko damals. Und schuld daran war Thomas Bradaric. Zum Glück endete das Spiel dann aus unserer Sicht dann doch noch 3-2. War ein ziemlich spannendes Spiel, wie ich mich erinnere. Und wir unterstellen einfach mal, dass Tommy damals schon dem Charme des Mommsenstadions so verfallen ist, dass er sich gesagt hat, später will ich hier unbedingt mal Trainer werden. Vielleicht war es auch ein bisschen anders, das werden wir gleich noch herausarbeiten können. Jedenfalls nach dieser Partie gingen die Wege von Tennis Borussia und Thomas Bradaric erfreulicherweise übrigens die gleichen Initialen, das passt auch, dann erstmal auseinander. 2002 stand Tommy im Champions League-Finale mit Bayern 04 gegen Real Madrid, 1-2, knappe Niederlage. Tennis Borussia landete zeitgleich in der Oberliga. Ja, wo der Verein sich dann erstmal wieder ein bisschen erdete nach den Turbulenzen der 90er Jahre und eigentlich durch das Engagement seiner Anhängerschaft dann getragen wurde. Nun führen uns die Wege wieder zusammen. Wir freuen uns sehr darüber, Thomas hier willkommen heißen zu dürfen. Wir wünschen dir eine gute Zeit hier, hoffen, dass du dich sehr wohlfühlen wirst hier bei Tennis Borussia gemeinsam mit deinem Co-Trainer Armin Friedrich, den du es mir natürlich auch sehr herzlich. Und ja, bevor wir in die Fragerunde einsteigen, vielleicht
Zunächst ein kurzes Statement von Jens Redlich als auch von Thomas, wie es denn dazu gekommen ist, dass wir heute in dieser spannenden Konstellation hier zusammensitzen. Bitte schön. Ja, auch hallo an alle Medienvertreter und alle Gäste, die heute hier sind. Ich freue mich ganz besonders, heute hier zu sitzen als Vorstandsvorsitzender mit Thomas an unserer Seite, dass wir ihn für den Verein gewinnen konnten. Es ist eigentlich relativ einfach. Viele haben bei der Presse ja immer gesagt, Mensch, der Thomas ist doch so ein Laptop-Trainer. Da habe ich gesagt, naja, was heißt denn das überhaupt? Und ich frage mich dann immer, wie finden denn Fotos eigentlich statt? Und früher haben wir fotografiert und dann die Filme zum Entwickeln gegeben. Heute würde ich sagen, machen wir Bilder und geschweige denn, man geht die Gefahr ein, lehnt man sie noch in einer Cloud hoch. Also wir haben wirklich uns überlegt, schreiben wir den Thomas postalisch an, damit da kein Medienecho entsteht, oder gehen wir sogar das Risiko, ein Smartphone in die Hand zu nehmen und ihn sogar anzurufen. Also im Großen und Ganzen haben wir dort einen Weg gewählt, einfach einen direkten Kontakt herzustellen zu Thomas. Er war unser absoluter Wunschkandidat. Wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir wollen mit 1, 2, 3 Trainern sprechen. Er stand ganz oben und er ist angegangen. Wir haben uns sofort sympathisch miteinander verständigt. Und ich muss auch wirklich da nochmal Danke sagen, Thomas, dass du so schnell den Weg auch nach Berlin gefunden hast, das Gespräch zu suchen. Und bin sehr glücklich, dass wir die gleichen Gedankengänge haben in diesem Bereich, wo es mit Tennis Borussia hingehen soll. Vielen Dank erstmal dafür und herzlich willkommen. Ja, Thomas, bitteschön. Ja, von meiner Seite auch erstmal hallo hier in die Runde. Ich bin total glücklich, würde ich sagen, dass ich hier bei TV Trainer sein darf. Gerade eben als meine kleine Biografie halt auch gezählt worden ist, muss ich gleich, dass ich schon so viel hinter mir habe, so alt bin ich noch gar nicht, aber da steckt schon so einiges dahinter an Stationen. An Erfahrung mangelt es definitiv nicht als Spieler oder als Trainer oder als Hauptverantwortlicher, als Trainer oder Sportdirektor. Und da steige ich im Prinzip auch gleich ein in diese Verantwortung als Trainer von Tennis Borussia. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, Jens, hier die Führung als Trainer zu übernehmen. Es war nicht eine Selbstverständlichkeit, in der heutigen Zeit Trainer sein zu dürfen. Unheimlich viele Trainer auf dem Markt, ja, viel, viel mehr Trainer als Stellen. Und diese Stelle habe ich mir nicht ausgesucht, sondern die wurde mir offeriert durch den Vorstand, Jens federführend, und seinen Vorstandskollegen, wo wir definitiv ein tolles Gespräch hatten und die mich überzeugt hat, hier in Berlin das Wort zu übernehmen. Denn man muss sagen, ich wäre nicht zu jedem Oberligisten gegangen. Mein Weg sollte eigentlich nach oben führen. So war er auch ausgerichtet in den letzten Jahren. Den Trainer kann man relativ schwer beurteilen. Wenn man ihn beurteilen kann, dann kann man im Prinzip nach Resultaten gehen, nach Punkten, und der Punkt war für mich immer sehr, sehr relevant, um erfolgreich zu arbeiten. Das war in den letzten Jahren immer gegeben. Zweitens möchte ich immer einen Verein weiterentwickeln. Und das ist auch sehr, sehr entscheidend. Aber das Entscheidendste war, dass wir uns, glaube ich, persönlich sehr, sehr gut verstanden haben vom ersten Moment an. Denn TB hat ein Ziel und das ist eine Vision, eines Tages und das so schnell wie möglich 1, 2 Minuten höher zu spielen. Und es ist auch meine Intention als Trainer immer, jeden Tag die Mannschaft anzupeitschen, anzufeuern, gute Strategien zu entwickeln, einen guten Matchplan sich zu erarbeiten fürs nächste Wochenende. Wir müssen kurzfristig, mittelfristig und langfristig hier arbeiten. Das haben wir hier besprochen. Und darüber bin ich sehr, sehr froh, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Also dafür bin ich vielen, vielen Dank. Und freue mich auf die Zukunft mit euch gemeinsam. Und natürlich auch nochmal ein Dank an die Fans, die uns schon am letzten Freitag in Rathenau toll unterstützt haben. Ja, wir wollen euch mit gutem, zielstrebigen Fußball uns bedanken für eure Unterstützung. Ja, wir wollen immer in jedem Spiel 100% geben. Und dann erwarten wir natürlich auch die Gegenleistung, dass sie uns unterstützen, und dann glaube ich auch auf der anderen Seite, dass es immer ein Nehmen und ein Geben ist im Leben. Deswegen freue ich mich schon auf die kommende Aufgabe am Samstag in Torgelow. Ihr wisst ja, dass wir sehr, sehr viele Auswärtsspiele bis jetzt schon hatten,
hoffe, dass es nicht allzu viele werden, noch in den nächsten ein, zwei Wochen. Da wird einiges geklärt werden, was die Zukunft angeht. Und deswegen, wie gesagt, wir werden Step by Step hier uns sehr, sehr vieles erarbeiten müssen. Und da haben wir letzte Woche schon damit angefangen. Vielen Dank. Thomas, dann wollen wir es noch dann machen, den Wissensdurst der Presse, mit der möglicherweise vorhanden ist, zu stillen. Ich bitte, wenn Fragen sind, um Handzeichen. Wir ziehen erstmal die Presse vor, würde ich sagen. Ja. dann Frank, bitteschön. Ja, Frank Almer aus Ufer Berlin. Wie kommen Sie darauf, dass Herr Bledalic ein Laptop-Trainer ist? Ich habe es ganz bewusst angesprochen, weil das ein Artikel war, der auch sehr schnell hochgekommen ist in der einen oder anderen Zeitung. Es gibt ja unterschiedliche Experten, die immer sagen, ja, warum rennt er nicht noch mit einem Ordner rum oder mit einem Blatt Papier? Ich glaube, vielleicht haben diese Personen auch die Zeit verschlafen, wie man heutzutage vielleicht trainiert. Und das ist etwas, was gerade auch ein essentieller Part war in Effizienz. Ich glaube, Thomas ist ein Typ, querdenken, gerade wie die spielen, und so funktioniere ich auch. Ich denke, man muss von links nach rechts denken, man muss neue Wege gehen, und ich glaube, dass das eine absolute Bereicherung ist. Dieses Wort kam nicht von mir, sondern das Wort kam aus den Medien, und ich glaube, da ist eine unnötige Diskussion, denn das ist die Zukunft. Bitte schön. Sebastian Schneeberg, Montas. Herr Bledalic, auf welche Art Fußball dürfen sich die Anhänger der Demo gerade unter Ihrer Führung freuen? Ja, das ist eine tolle Frage. Damit beschäftige ich mich eigentlich jeden Tag als Trainer. Und zwar so etwas sehr Erfolgreiches am Wochenende. Und zwar Fußball, Trainingslehre und Wettkampf ist ein breites Spektrum. Wir haben in der heutigen Zeit auch immer wieder Scouts hier beim Training, bei den Spielen. Und man muss sich als Trainer immer wieder was Neues einfallen lassen. Wir werden uns definitiv immer sehr gewissenhaft vorbereiten auf die Spiele. Deswegen bin ich hier zu TB gekommen, weil wir schon eine ordentliche Mannschaft hier haben. Wir müssen sie aber trotzdem noch weiter immer wieder optimieren, ergänzen. Und ich werde nicht etwas spielen, was die Spieler nicht können, sondern wir werden immer in der Gegenwart schauen, was wir in der Lage sind, umzusetzen, was Leistungsfähigkeit angeht, was Taktik angeht, was aber auch letzten Endes im technischen Bereich möglich ist, und was halt auch ganz, ganz wichtig ist, dass der Führungsstil immer wieder ein respektabler Umgang ist mit den Spielern, mit den Verantwortlichen, mit den Mitarbeitern. Und wenn ich die Mannschaft jetzt 3 Tage mit ihnen, jetzt habe ich den 4. Tag in der Mannschaft trainiert, und können wir jeden Tag immer wieder ein besseres Bild von der Mannschaft machen. Und dann werden wir uns auch dann für die kurzfristige Zeit auch ein Spielsystem uns aneignen, was dann uns halt dann auch entsprechend weiterbringt. So, ob das jetzt eine Viererkette ist, Dreierkette ist, das werden wir sehen. Und ob wir dann dementsprechend mehr Ballbesitzspiel haben, mehr Umschaltspiel, das werden wir auch dann immer von Spiel zu Spiel entscheiden, ob wir Auswärtsspiel oder zu Hause spielen. Und da werde ich natürlich federführend mit der Mannschaft ein bisschen kleine Arbeit. Herr Grüner von der Fußballwoche. Herr Fahrer, jetzt redet der Trainerwechsel fand ja einen Tag nach dem 10:1 Sieg im Pokal statt. Und wann ist denn der Schuss getroffen worden, dass er gut von Kenny Gillis fällt? Ja, zunächst mal muss ich sagen, dass wir Kenny Gillis extrem dankbar sind für die Aufbauarbeit, die er auch geleistet hat. Wir würden mit dem Kader nicht so dastehen, wie wir jetzt dastehen, ohne seine Arbeit. Wir waren uns aber auch immer darum bewusst zu schauen, kann er diesen Flügel, den er zusammenbaut, auch spielen. Ja, und das ist eine Sache, das ist die Fairness, die wir dort hatten, auch in diese Saison zu gehen, auch die Erwartungshaltung. Und wir sind etwas schwierig in die Saison gestartet. Und nach Lichtenberg haben wir uns zusammengesetzt und haben mit dem Vorstandsbereich gesprochen, mit unserem Geschäftsführer gesprochen, haben gesagt, wir denken, dass wir hier jetzt handeln müssen, um sozusagen die Mannschaft für die kommenden Spieltage noch zu erreichen, um auch unser Ziel langfristig sowie mittelfristig zu bestellen. Und somit war die Entscheidung in der Woche nach Lichtenberg 47 nach der Niederlage schon gefallen.
Wir sind aber, sag ich mal, auch schlauer geworden bei Tennis Borussia, Dinge sozusagen nicht immer gleich zu kommunizieren, sondern da auch wirklich Dinge hinter verschlossenen Türen zu machen und zu gegebener Zeit dann zu reagieren. Denn das ist auch das, was uns die Ruhe in diesem Verein jetzt beschert. Und diese wollen wir dann natürlich auch dem neuen Trainer dann zugutekommen lassen. Also von daher war das schon nach Leipzig ein ganz 47 ein Thema, was wir adjustiert haben wollen. Das geht ja in einer Situation nicht. Wir hatten ein wichtiges Pokalspiel. Wir entscheiden diese Dinge erstmal untereinander. Das ist immer nochmals das Kollektiv. Das ist ein Thema. Also die Antwort ist nein, aber das Kollektiv ist immer größer als das Individuum. Und ich glaube, das ist das, was Tennis Borussia jetzt auch ausmachen wird. Jeder hat eine Aufgabe, ob das der Thomas Bodaric ist, ob das meine Person ist als Vorstandsvorsitzender oder alle anderen, die hier in diesem Verein sind. Und wenn ein Mensch oder ein Mitarbeiter für diesen Verein dann diesen Verein nicht mehr weiterentwickeln kann in der Position, dann muss man darüber kritisch diskutieren und dann muss man halt sagen, das Kollektiv ist eben größer als das Individuum und dann muss da eben dementsprechend gehandelt werden. Und von daher haben wir so gehandelt. Aber warum ist denn der Verein noch mit Pergelis ins Pokalspiel gegangen? Also man muss ja immer eins sehen, wenn wir uns nach Lichtenberg 47 zusammensetzen, ja, Herr Krüger, dann sind wir in einer Thematik drin, dass ich ja nicht einfach ein Telefon in die Hand nehme und wir sagen so, jetzt rufen wir mal den Herrn Thomas Bredaric an und der sagt sofort, super, Tennis Borussia hat mich angerufen. Sondern das ist ja auch eine Vertrauensarbeit, die da irgendwo geleistet werden muss. Man muss sich verstehen, man muss sich treffen, man muss ein Gefühl füreinander bekommen. Und ich glaube, der Thomas hat das ja auch schon ganz klar zu Wort gegeben, diese Thematik muss reifen und dafür braucht man halt ein paar Tage Zeit. Und deswegen sind wir erstmal, um Ruhe zu bewahren, das Pokalspiel gegangen mit Terry Hillis und waren auch zuversichtlich, dass wir dort wirklich was reißen können. Nur am Ende geht es ja um 28 Spieltage, die jetzt noch in der Liga sind, die wir zu bestellen haben. Und von daher haben wir sozusagen die Zeit benötigt, um Thomas dann zum Abschluss zu kommen. So, und dann Herr. Herr Michele, Deutsche Welle, ja. Herr Bodaric, Sie haben schon gesagt, hier gibt es einige Erfolgserwartungen. Wie schwierig ist es für einen Trainer, eine Mannschaft so früh in der Saison zu übernehmen, deren Zusammensetzung Sie ja überhaupt nicht beeinflusst haben? Ja, also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die ich mir sehr gerne auch für die nächsten Wochen vorgenommen habe, es immer wieder vor Augen zu halten, dass es so ist, wie es ist. Und aber trotzdem aus meinen Erfahrungen in den letzten Jahren als Trainer daraus zu lernen, so eine Mannschaft so schnell wie möglich an die Leistungsfähigkeit anzupassen, die ich mit der Mannschaft erarbeite. Und es ist halt so, dass der Vorgänger, da möchte ich mich auch nochmal bedanken bei ihm, dass er die Mannschaft so zusammengestellt hat, wie er sie zusammengestellt hat, nach reinem besten Wissen und Gewissen. Und trotzdem habe ich als Trainer auch andere Vorstellungen und wir werden in den nächsten Wochen sehr viel zusammenarbeiten, trainieren und die Mannschaft dahin weiterentwickeln, wo sie gerne haben möchte. Und wir müssen definitiv an einigen Stellschrauben drehen. Wir werden schauen, was die Mannschaft hergibt, wie wir unseren taktischen Bereich aufstellen wollen. Und deswegen wird es sicherlich Verschiebungen geben, vielleicht jetzt kurzfristig. Wird vielleicht der eine oder andere Spieler noch dazukommen. Wahrscheinlich wird im Winter der eine oder andere Spieler uns verlassen müssen, weil er vielleicht von der Leistungsfähigkeit es nicht schafft mitzuhalten oder weil er halt auch vielleicht beruflich oder auch ausbildungstechnisch es nicht schafft. Weil wir wollen ja im Prinzip von dem halt Amateur-Profi-Status wollen ja irgendwann in den Profi-Status rübergehen. Und da wird sich sicherlich der eine oder andere in die eine und die andere Seite weiterentwickeln. Aber wir wollen immer im Dialog mit den Spielern sein. Wir werden hier keinen hier vor die Tür setzen. Wir werden mit den Jungs reden, was das Idealste für beide Seiten ist. Und da werden wir uns in den nächsten Wochen sehr beschäftigen. Ja, Janik Lehnen, bitte. Ja, Janik Lehnen, wenn ich schon aktuell, es war ja konkret auch zumindest ein anderer Verein interessiert, wie ich gelesen habe, es wurde FK Sarajevo genannt. Glaube ich, was in der Erstligist, wenn ich mich täusche. Was hat Sie denn da konkret bewogen, dann sozusagen in deutsche Fußballliga vorzuziehen? Ja, also wenn ich ehrlich bin, da war was dran. Ich hatte noch eine andere Möglichkeit, nach Asien zu gehen.
und da meine Familie in Düsseldorf lebt, weiß eigentlich immer, dass erst jetzt hier in Europa zu bleiben oder erst in Deutschland zu bleiben. Und da musst du halt abwägen, was für dich das Beste ist, für die Kinder. Ja, denn ich habe drei Jungs, 17, 17 und 14, und die brauchen einen Papa. Ja, und ich bin Familienmensch durch und durch. Ich liebe meine Kinder, ich möchte gerne jeden Tag mit ihnen zusammen sein und habe natürlich auch eine Verantwortung. Auf der einen Seite als Familienvater, aber auch natürlich der Arbeitgeber, der mich 24 Stunden, am besten 7 Tage die Woche auch bei ihm gerne haben möchte. Und deswegen muss man da die Schere einfach gehen, um halt beides irgendwo zu verknüpfen. Und deswegen, nachdem Tibi mich kontaktiert hatte, war ich auf der einen Seite ein bisschen froh, dass es dann doch Deutschland jetzt geworden ist. Denn wenn es Richtung Asien gegangen wäre, dann wäre das schon ein bisschen schwierig geworden. Und deswegen war das jetzt eine Win-Win-Situation. Und deswegen, wenn ich jetzt natürlich auch ein bisschen länger hätte warten können oder wollen, dann hätte ich vielleicht auch in der höheren Liga als Trainer arbeiten können. Aber im Grunde genommen das Paket Tennis Borussia ist halt echt interessant. Es ist ein Traditionsverein. Es hat ein Potenzial, einen Fanstamm. Ja, die Möglichkeiten sind nicht die allerschlechtesten. Und ich bin halt auch einer, der gerne anpackt, ja, mit dem Vorstand, mit der Mannschaft, mit dem Funktionsteam. Und ich sehe hier halt eine tolle Chance. Wir leben, wir arbeiten hier in einer mega geilen Stadt. Ja, und wenn man alles unter einen Hut bringt, glaube ich, dass es hier eine tolle Herausforderung ist. Herr Grüner, bitteschön. Ja, Herr Bradisch, wie gut kennen wir die Oberliga und hier wird 8 Punkte Rückstand zur Spitze? Was ist denn das Saisonziel? Da werden wir uns, glaube ich, auch in den nächsten Tagen und Wochen einfach weiterentwickeln und dann auch dementsprechend auch nochmal Statements dann nach außen geben. Wir wollen intern erstmal alles besprechen. Ja, dann brauchen wir erstmal einen Überblick verschaffen über die Mannschaft. Die Liga ist soweit auch bekannt, weil ich ja im Regionalliga-Bereich Nordosten auch schon gearbeitet habe, im Norden gearbeitet habe, im Nordosten gearbeitet habe, aber war auch schon viel unterwegs, auch in Berlin, als ich Spielbeobachtung gemacht habe, mehr in der Regionalliga als in der Oberliga. Aber der eine oder andere Spieler spielt ja auch in der Oberliga, wie heißt ja eigentlich genau, NFO? NOV. Genau. Und ich denke einfach, wir müssen auf uns schauen und wenn wir gut arbeiten, werden wir auch erfolgreich sein. Was heißt denn erfolgreich? Was heißt für Sie erfolgreich? Definieren Sie das, wie Sie es wollen. Für Sie. Also der Aufstieg ist jetzt ein exklusives Ziel oder? Das eine schließt ja das andere nicht aus. Wenn wir erfolgreich sind, das Spiel gewinnen, und da werde ich die Mannschaft hin programmieren. Ich bin hier nicht hergekommen, um jetzt leider lange in der Oberliga als Trainer zu arbeiten, oder? Was denken Sie? Das kann ich mir vorstellen. Herr Riedel, ich habe gesagt, spätestens 2019 soll der Abstieg geschafft sein in die Regionalliga. Herr Bernard hat bei seiner Station ja kurz gearbeitet. Wie lange konnten Sie denn Einigung mit ihm erzielen? Oder ist das eine Frage, die intern bleiben wird? Eine Frage kann ich Ihnen schon mal beantworten. Wir wollen bis 2018-19, in der nächsten Saison, spätestens den Aufstieg in die Regionalliga schaffen. Wir haben da ganz klar gesagt, schon als ich damals auch als Hauptsponsor angetreten bin, dass das ein 3-Jahres-Ziel ist, daran hat sich nichts verändert. Ich habe auch immer zu den Medien gesagt, dass wir uns da nicht gegen wehren, wenn es in dieser Saison klappt. Nur die Wahrheit liegt halt auf dem Platz. Der Thomas, der muss in Ruhe jetzt arbeiten. Er hat die Mannschaft übernommen, hat gegen Radebeul gespielt. Jetzt stehen die anderen Spieltage an. Und ich denke, die Qualität ist da, um den Dreikampf so lange wie möglich auch in dieser Saison zu realisieren, ihn offen zu halten. Am Ende werden wir sehen, wo wir in der Saison stehen, aber wir machen uns da gar keinen Druck. Und so haben wir dann auch, um das etwas abzumildern, weil gewisse Dinge bleiben halt vereinsintern, wie ich das schon gesagt habe, haben wir uns auch mit dem Thomas geeinigt, dass eine inhaltliche, gemeinschaftliche Arbeit mittelfristig, eventuell sogar langfristig möglich sein kann. Und das wird sich ergeben aus der Art und Weise, wie wir dann auch inhaltlich zusammenarbeiten. Ja, Linkhaus? Herr Bellar, wie beurteilen Sie die schlechten Trainingsbedingungen bei Tennis Borussia Berlin?
Ich glaube, Sie haben ja nur einen Rasenplatz in der Waldschuler Weg, dann einen Kühler Weg und einen Kunstrasenplatz. Das sind ja nun wirklich, da sind Sie wahrscheinlich noch andere Sachen geworden. Ich bin einige Sachen geworden, positiv oder negativ. Ja, ich glaube, ich konnte in den letzten Jahren Dinge immer so adaptieren, wie sie waren. Und ich bin da wirklich eigentlich ein sehr, sehr flexibler Mensch. Weil als Trainer musst du auch flexibel sein können, auch wenn du morgens jetzt mit 20 Spielern geplant hast, auf einmal sind nur 16 da, musst du dann auch mit 16 Spielern trainieren. Und wenn du halt hier die Möglichkeiten siehst, also mit schlechteren Möglichkeiten, aber ich glaube, dass wenn wir vernünftig miteinander umgehen, in der Stadt, mit den Platzverwertern, der Verein immer wieder eine Korrespondenz mit den Leuten hier vor Ort auch hat, ich glaube, dann kann man hier auch normal trainieren. Es wäre natürlich schön, wenn du deinen eigenen Trainingsplatz hättest. So, aber lassen Sie uns mal erfolgreich sein, ne? Siege einfahren und dann werden wir hier auch Leute dafür begeistern können, dann ein bisschen mehr für TB zu machen, ja, dass wir auch immer die Plätze gekreidet haben, ja, dass wir vielleicht einen Container hier draußen haben, wo wir unser Equipment untergebracht haben, dass wir sie mal alles rausschleppen müssen. Aber wie gesagt, es ist ein großes Gelände, Berlin ist groß, man muss sich mit den Rahmenbedingungen hier anfreuen, ein Stück weit. Und wenn der Erfolg dann eingetroffen ist, glaube ich, dann wird es hier auch ein bisschen einfacher. Weitere Fragen? Ansonsten nutze ich mal die Gelegenheit zu fragen, wie hast du denn die Partie, deinen Einstand am letzten Freitag wahrgenommen? Wie gesagt, das war gleich zu Beginn eine schnelle Partie. Die Resonanz der mitgereisten Fans war eigentlich relativ positiv. Fupa hat geschrieben, trostloses 0:0, da war ich ein bisschen überrascht eigentlich. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, wie du das wahrgenommen hast. Aus Sicht, wie gesagt, vieler Mitgereister war da durchaus schon eine Handschrift zu erkennen, was Laufwege, was Abwehrverhalten anbelangt. Bist du zufrieden gewesen mit der Vorstellung deiner Mannschaft am Freitag? Also zufrieden wäre ich, wenn wir 3 Punkte eingefahren hätten, das haben wir nicht getan. Deswegen haben wir noch unheimlich vieles aufzuarbeiten. Beim Tabellenführer in Rathenau haben wir letztes Jahr eigentlich mit vorne dabei war und knapp den Aufstieg verpasst hat, auswärts Punkte zu holen. Wir wollten was Zählbares mitnehmen, das haben wir geschafft. Und jetzt müssen wir aber trotzdem an den Inhalten weiterarbeiten, dass die Mannschaft in sich sich weiterentwickelt, reift, dass sie aus wenigen Torchancen, die uns ergeben, einfach ein Tor schießt. Positiv, dass wir zu Null gespielt haben, auswärts, dass wir viel Ballbesitz hatten, dass wir dominant waren auf dem Platz. Das ist ja auch dann das, was ich auch von der Mannschaft sehen möchte: Dominanz, Aggressivität, dass sie weiß, wie sie in Zonen zu agieren hat. Da verlange ich schon sehr, sehr viel. Ein schnelles Umschaltspiel und bei nötiger Ausrichtung des Spiels und Spielverlaufs ruhigen Ballzirkulation, die dann eventuell für die letzte Zone einfach auch entscheidend ist, um da reinzukommen und dann halt auch mal einen Abschluss zu generieren. Und grundsätzlich glaube ich, dass das Rathenau auch keine so schlechte Mannschaft war, ne, die aber schon gemerkt hat, dass wir 3 Tage sehr, sehr gut gearbeitet haben und dass sie auf jeden Fall mit uns rechnen müssen. Problem war ja so ein bisschen die Torgefahr dazu zu erzwingen. Das war ja so ein bisschen das, was vielleicht noch gefehlt hat. Hat auch gesehen, dass dann hereingaben, dass da vielleicht die Laufwege noch nicht ganz so abgestimmt waren. Als dann verlängert wurde mit der Ferse 2-0 von Haritos zum Beispiel, wird da jetzt ein Schwerpunkt deiner Arbeit liegen, sozusagen die Offensivarbeit noch ein bisschen zu verändern, noch zu verbessern? Oder was ist jetzt sozusagen erstmal, wo liegt jetzt erstmal dein Schwerpunkt? Ja, du hast es eigentlich, also du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Wir werden gerade in der Offensive in dieser Woche einiges uns erarbeiten. Laufwege, Spielen ins letzte Drittel, Automatismen, die von hinten nach vorne dann nochmal greifen sollen, Spielzüge und natürlich dann halt, wie gesagt, das Umschaltspiel von Offensive und Defensive. Und das sind so unsere Inhalte, die wir diese Woche trainieren werden.
Ja, ich bitte weiterhin, wenn Fragen noch entstehen, um Handzeichen. Ansonsten frage ich auch noch ein bisschen weiter. Wir haben ja die Situation, die sehr ungewohnte Situation, dass wir also bis Ende September mindestens völlig unter Heimspiel sind. Das ist sicher für die Mannschaft auch nicht ganz einfach. Nun war es in Rathenow nur trotzdem so, eigentlich, dass es akustisch, glaube ich, ein Heimspiel für uns war. Wie wichtig ist denn das für die Mannschaft, der Support von außen? Ja, super wichtig, denn wir sind Profis, ja, und wir müssen auch wie Profis arbeiten. Und dazu gehören auch Fans. Und die Fans sollen natürlich auch glücklich nach Hause gehen, wenn sie einen über weite Strecken des Spiels supporten. Wollen wir natürlich dann auch ihnen das zurückgeben mit Toren, mit gutem Fußball. Das geht nicht immer, ja, denn die Plätze werden schlechter. Manchmal sind auch die einen Schiedsrichterentscheidungen ein bisschen turbulent. Mit allem muss man leben. Plätze werden kleiner, schmaler, wenn wir auf Kunstrasen gehen und so und so fort. Wir werden aber immer die Installation adaptieren und das Beste daraus machen. Okay. Ja, kleine vielleicht popkulturelle Anekdote. Du hast ja 2003 eine Single aufgenommen, was ja auch für Furore gesorgt hat. Das war dann auf der Zugrückfahrt durchaus, gehörte auch zum Sangesmut. Wäre mal die Frage, ob da eventuell irgendwann nochmal ein Nachfolger zu erwarten ist, ob du vielleicht irgendwann mal eine TV-Single aufnehmen wirst oder ob man als Trainer dann zu seriös sein muss, um dann sich sowas noch zu erlauben. Das wäre jetzt interessant, glaube ich, auch aus Sicht verschiedener Fans. Da ich ja jetzt heute Trainer bin und kein Spieler bin, habe ich für so einen Spaß einfach keine Zeit mehr. Wir konzentrieren uns dann auf unsere Arbeit und da hat man als Trainer in der heutigen Zeit, glaube ich, sehr, sehr viel zu tun. Und wenn ihr mich so spezifisch fragt, ich hatte ja auch damals nicht die Prämisse, die Charts zu stürmen, sondern einfach diese drei Tore, die auch ein bisschen auf den Zeiger gegangen sind zu der Zeit, ein bisschen was heimzuzahlen und das sollte eine witzige Geschichte sein und nicht mehr und nicht weniger. Ich glaube zumindest, dass du den Humor der TB-Anhängerschaft damit ganz gut getroffen hast. Das war auf jeden Fall eine sehr süße Sache und auf eine sehr elegante Art, darauf zu reagieren. Also damit hast du, glaube ich, schon mal gepunktet und ich glaube, der Song wird sich auch weiter etablieren im Fanblock, glaube ich. Ja, also wie gesagt, ja, Peter, bitte. Darf ich noch eine Frage stellen? Wir haben ja eigentlich immer zwei Wettbewerbe, in denen wir spielen, nämlich einmal in der Pilsner Pokal und dann eben in der Liga. Das ist ja eigentlich den Eindruck, die letzten Saisons, dass wir den Pilsner Pokal nicht so wahnsinnig ernst genommen haben. Muss sich das bei dir auch entsprechend ändern? Also gibt es mal wieder das Ziel, den Pokal zu gewinnen in Berlin? Ja, also wir wollen jeden Wettbewerb ernst nehmen und das ist eine Möglichkeit auch für den Verein, ja, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und ich hatte ja auch vor 3 Jahren die Chance, im DFB-Pokal gegen SC Freiburg zu spielen, wo wir als Regionalligist die beste Mannschaft waren, ja, und im Nachhinein die Freiburger sehr, sehr glücklich waren, dass sie erst in der Nachspielzeit und in der Verlängerung, besser gesagt, das Ding für sich entscheiden konnten. Ja, das ist eine tolle Möglichkeit, eine tolle Plattform für den Verein, für die Spieler. Und natürlich wollen wir auch diesen Wettbewerb in vollen Zügen genießen und erfolgreich sein. Bitteschön. Zu dieser Stürmerfrage, das hat sich, glaube ich, erledigt. Ich habe erst Lichtenberg 47 Urlaub gemacht, habe das andere verfolgt. Es geht um der Klimse. Aber ich will da nicht fragen. Sie haben geantwortet, da wird dran gearbeitet. Zum Jetzt Wort zieht euch selber noch die Töpfe an. Schon vielleicht. Wenn man hier rauskommt, ist der 5. Spieltag, 5. Auswärtsspiel. Ich persönlich habe Zweifel, dass dann Frankfurt am 22. September hier klappt. Also es Frankfurt, ja. Frankfurt, Entschuldigung. Dann kommt noch der Spielfreitag, also vor Oktober werden wir wohl hier kein Heimspiel sehen. Jens, die Frage ist eigentlich, da wir ja hier schon öfter Probleme haben, ich weiß nicht, was hier alles gemacht wird, aber an der Drainage selbst, vielleicht schließen sehr viel. Gibt es denn, wie kaum gibt solche Vorstellungen, nach Alternativen zu suchen, wo wir auch mal ein Heimspiel, ich sage mal, auf dem anderen Berliner Platz machen, an der Berliner Stadion? Denn kühler Grund, selbst gerade, da hat sich das da rein, ist zuschauermäßig wahrscheinlich nicht zu
beantworten oder genehmigt. Und wir nehmen dann auch an, welchen Stand kannst du uns jetzt berichten, was da irgendwann unternommen wird, dass wir auch mal ein Heimspiel in Berlin auf anderen Platz machen. Ja, also eine sehr sinnvolle Frage. Auch für mich ein Thema. Erst einmal, wir haben uns ja selbst nicht ausgesucht, dass das Mommsenstadion hier als Trainingsstadion für die Leichtathletik-EM sozusagen jetzt so ein bisschen in der Sanierungsphase ist. Wir haben uns nicht ausgesucht, jetzt die ganzen Auswärtsspiele zu haben, aber am Ende gibt es für den sportlichen Erfolg keine Entschuldigung. Um auf deine Frage dann dort genau einzugehen, wir haben auch jetzt mit Optik Rathenow uns gefragt, wechseln wir oder tauschen wir es zum anderen Tag, spielen wir vielleicht auf einem anderen Platz. Wir haben für uns so kurzfristig keine Alternative gesehen aus zwei Dingen. Das eine ist, auf einen anderen Platz auszuweichen, ist für uns dann auch kein Heimspiel. Und die andere Situation ist, dass wir ganz klar gesagt haben, wir können jetzt auch das Spiel nicht verlegen, weil wir genau diese Brisanz auch in Frankfurt schon gesehen haben, weil das ist die nächste Thematik, die dann ansteht jetzt, und darauf will ich auch antworten, warum wir dieses Heimrecht getauscht haben mit Rathenow, weil ansonsten laufen wir die Gefahr, wenn wir im Pokalwettbewerb jetzt auch weiterspielen, irgendwann nur noch englische Wochen zu bespielen. Weil wir kommen ja auch noch in die Wintermonate. Die Wintermonate werden so sein, dass da auch noch Spiele ausfallen werden. Und auf einmal hast du so eine hohe Komprimierung von Spielen, wo du irgendwann nicht mehr im Rhythmus drin bist, wo die Belastungsfrequenz zu hoch wird. Und da haben wir gesagt, nein, wir versuchen jetzt erstmal den sauren Apfel zu beißen und das Spiel zu tauschen. In Bezug auf Frankfurt ist es so, da sind wir inhaltlich genau an dem gleichen Punkt. Wir überlegen, also wir hoffen, wir haben bis jetzt noch vom Sportamt dort keine finale Entscheidung, was dieses Spiel angeht. Wir überlegen definitiv, dieses Spiel dann eben eher zu verlegen, ja, in einen Bereich, zu verlegen auf einen anderen Spieltag. Auch da ist die Entscheidung auch noch nicht final gefallen. Und man muss halt auch immer gucken, der Thomas hat sich auch einige Plätze angeschaut. Ich meine, drauf trainieren und drauf spielen ist halt immer noch ein Unterschied. Und deswegen muss der Rasen auch die Qualität dann halt irgendwo so hergeben, dass du da auch ein Heimspiel bestreiten kannst. Da würde ich mich jetzt noch nicht konkret so äußern wollen. Ich gehe davon aus, dass entweder das Spiel hier stattfindet oder, was möglich ist, dass es dann eben verlegt wird. Ja, so sieht's aus. Zum Beispiel, oder zum Beispiel Poststoffen oder irgendwie anderen Platz zu finden, der dann auch eine Alternative ist, wenn es verlegt wird. Also generell ist alles, was nicht Mommsenstadion ist, für uns keine Alternative. Das ist erstmal der Grundsatz. Unsere Heimat ist hier und woanders zu spielen, ist für uns trotzdem kein Heimvorteil. Also das ist erstmal der Grundsatz. Ich verstehe das aus Sicht von Fans, ich verstehe es aus Sicht auch des Vereins zusammen, warum gehen wir nicht ins Poststadion. Auch das ist etwas, was wir kritisch prüfen. Aber wir müssen halt immer die ganze Saison sehen. Ich habe es gesagt, englische Wochen verlegen oder tauschen, vielleicht in ein anderes Stadion gehen. Auch das wird bei Frankfurt mit berücksichtigt werden. Nur wir müssen ja am Ende eins sehen, auch wenn wir im Poststadion spielen, dann ist das ja kein Heimspiel, kein direktes Heimspiel. Wir fahren zwar als Fans nicht irgendwo hin oder als Verein, aber die Jungs sind ja hier zu Hause. Und das ist ein Thema, das darf man halt immer, das muss man auch aus der Sicht des Vereins halt sehen. Und wir werden uns bei Frankfurt diese Fragen auch wieder kritisch stellen gegenseitig und wir werden zu einer Entscheidung dort kommen. Ich gehe momentan davon aus, dass wir das Spiel verlegen. Das ist aktuell die Thematik. Denn ich würde ungern unsere Jungs hier aus diesem Stadion irgendwo woanders einsetzen wollen. Das ist aktuell die Aussage vom Verein. Trainer, ein bisschen meine Frage. Beobachten Sie noch den Torschützenkönig in der zweiten Mannschaft? Ja. Ist er jetzt noch nicht zugekommen, würde ich sagen. Eine Woche ist er hier. Ja, der ist ja bekannt, der so viel Tore geschossen hat. Was meinen Sie denn? Ist er, wäre er in der Oberliga okay? Könnte er auch in der Oberliga spielen? Der war im Pokal, hat er schon mal eingegangen. Ja, ich meine, die Frage ist. Das war Jildis, das war für die Jildis. Jetzt ist deine Expertise gefragt, ob er tauglich ist. Ja? So. Nach einer Woche. Was
Wer Liga spielen hier? Ich frage Sie gerade. Wer Liga spielen hier? Kreisliga. Ich wollte es von Ihnen wissen. Also ich denke, die Frage brauchen wir jetzt nicht beantworten. Ja, er ist erst gerade seit 3-4 Tagen hier. Wenn er die Zeit hat, sich um die Kreisliga A auch noch zu kümmern, dann wird er uns ein deutliches Zeichen geben. Dann war Michael Sonko oder? Sonko? Ja. Ja. Selbst ich musste nachdenken und ich bin schon einige Monate im Verein. Ja. Wir werden wirklich alles sukzessive abarbeiten. Nach dem Wochenende auch unterwegs. Ich habe mir Jugendspiele angeguckt, wie die Form der U19 ist. Also wir werden sicherlich auch in Zukunft sehr eng mit dem Jugendkoordinator Gott sei Dank zusammenarbeiten. Ist nicht nur fokussiert die erste Mannschaft, sondern dass wir ein Future Team bilden aus 16, 17 und 19, und dass da immer die Möglichkeit besteht, sich zu präsentieren. Das habe ich im letzten Verein auch gemacht. Das ist eine tolle Geschichte. So, und man kann nicht auf jedem Fußballplatz sein. Man kann sich nicht aufteilen. Man kann sich aufteilen im Trainerteam, dass das gescoutet wird und dass da keiner, wie im letzten Jahr vielleicht der eine oder andere talentierte Jugendspieler, dann andere Wege geht, sondern dass sie bei uns bei TV bleiben. Daran würde sich vielleicht noch anschließen. Du hast, glaube ich, immer ein gutes Verhältnis zu Ewald Lien gehabt, hast dann bei ihm hospitiert, beim FC St. Pauli. Und Kernphilosophie ist bei ihm auch eigentlich die Verzahnung, glaube ich, der jungen Mannschaft mit dem Männerbereich. Das ist sicherlich, wie ich es jetzt rausgehört habe, sicherlich etwas, was du mitgenommen hast. Gibt es noch andere Sachen, die du jetzt explizit vielleicht von Ewald Liens Fußballphilosophie adaptiert hast, was jetzt dich auch prägt als Trainer? Ich hatte viele tolle Trainer und werde aber trotzdem immer wieder meinen Weg gehen und meine Philosophie weiterentwickeln. Denn ich bin keiner, der verwaltet oder irgendwelche Sachen kopiert, sondern ich möchte was spielen, was meine Spielidee ist. Da kann ich nämlich auch dann, wenn meine Drucksituationen herrschen, halt frei entscheiden. Ne? Weil es ist immer wichtig, als Trainer auch authentisch zu sein und sein eigenes Spielstil zu entwickeln, mit der Mannschaft natürlich gemeinsam. Und da waren natürlich auch viele Trainer sehr, sehr wichtig in meiner Entwicklung als Trainer. Und Ewald ist natürlich auch ein überragender Mensch, ja, und hat mir da die Möglichkeit gegeben, letztes Jahr dort bei ihm zu hospitieren. Er ist jetzt leider kein Trainer mehr, sondern hat eine andere Position bei FC St. Pauli. Aber grundsätzlich bin ich ein Trainer, der auch gerne über den Tellerrand hinausschaut und bei anderen Trainern hospitiert oder ein Praktikum macht, um dann eventuell das eine oder andere vielleicht mal bei uns mit einfließen zu lassen. Also eigene Spielphilosophie heißt auch, dass dann schon auch die Philosophie sein wird, den eigenen Skill zu spielen, oder wird es auch sehr abhängig sein von den Gegnern? Du hast ja einen Fachmann an deiner Seite mit Armin Friedrich, der Spezialist ist in Sachen Gegnerbeobachtung. Wie große Rolle wird denn sein, mit welchen Gegner man zu rechnen hat? Ja, Armin ist, haben wir heute hier noch gar nicht so erwähnt, Bezugsperson für mich, genauso wie alle anderen auch im Trainerteam. Ja, wir haben ein ordentliches Trainerteam, wir müssen uns aber auch erstmal kennenlernen und müssen wachsen. Und jeder wird seinen Teil dazu beitragen, damit die Mannschaft sich weiterentwickelt. Und von dem her werden wir sicherlich uns in allen Bereichen gut aufstellen und da ein ordentliches Bild abgeben. Bitte schön. Friedrich, das war die Grundkandidat, ist das richtig? Und haben wir schon mit ihm zusammengearbeitet? Ja, er ist nicht nur ein Fachmann, er ist auch ein toller Mensch. Ich habe bis jetzt wirklich nur gute Leute hier kennengelernt im Verein und man sagt immer, Gleiches gesellt sich. Ja. Wir werden aber trotzdem immer kritisch miteinander umgehen, ja, immer gerade raus. Ich hasse es, ja, wenn ich über irgendwelche Ecken irgendwas höre, was über mich vielleicht gesagt wird oder über meinen Trainerkollegen. Da stelle ich mich auch immer auch gerne vor sie oder auch hinter sie dann. Ja. Und deswegen, ich habe eine verantwortungsvolle Position und die möchte ich auch gerecht werden. Sie haben schon mit Ihnen gearbeitet, ja? Genau, in Steinbach und in Mazedonien. Er hat auch heute schon
sein Können unter Beweis gestellt und hat ein technisches Hilfsmittel direkt in Betrieb genommen. Jetzt brauchen wir nur noch den Anschluss des Fernsehers unten, um auch eine Videoanalyse zu machen. Und die Webs werden wir heute oder morgen spätestens installieren, damit die Jungs dann auch schnell dann in die Analyse kommen können. Stichwort Co-Trainer vielleicht, um da nochmal anzuschließen. Wir haben ja mit Patrick schon einen Co-Trainer, jetzt mit Armin dann noch einen weiteren. Wird es da eine ganz klare Aufgabenverteilung geben und kannst du vielleicht sagen, wie die aussehen wird zwischen deinen Co-Trainern dann? Genau, das hast du schon erwähnt. Wir haben ein gutes, ein zahlreiches Trainerteam aufgestellt. Jeder wird seine Aufgabe bekommen. Jeder weiß und wird wissen, um was es geht und welche Aufgabengebiete er abarbeiten muss. Aber ich bin keiner, der nur spezifische Sachen delegiert, sondern ich versuche, dass wir wie so ein Zahnrad überein zusammenarbeiten. Jeder darf sich aktiv daran beteiligen, in der Trainingssteuerung, alles in Absprache natürlich mit mir. Und es gibt nicht nur, dass wenn die Leute darauf warten, ja, dass sie was zu tun haben oder zu tun bekommen, sondern wenn man als Trainerteam arbeitet, dann sollte man schon auch wissen, wo man die Hebel dran ansetzen muss. Weitere Fragen? Ja, also ansonsten würde ich sagen, können wir die Runde dann so langsam beschließen mit dem Hinweis auf, Moment, jetzt müssen wir nochmal nachgucken. Wenig überraschend ist das nächste Spiel ein Auswärtsspiel und zwar am 5. Spieltag, das ist dann der kommende Samstag in der Gießerei Arena, da sind wir zu Gast beim Torbjörn FC Greif. Thomas hat es vorhin schon gesagt, die Unterstützung der Mannschaft ist wichtig. Es werden sicherlich wieder einige auf den Weg machen. Die Zeit ist sicherlich auch ein bisschen günstiger, um dann auch anzureisen. Ja, und dann als Einheit da aufzutreten, Mannschaft, Fans und dann das Maximale dort rauszuholen. Es wurde auch geschildert, dass du nach dem Spiel unheimlich leidenschaftlich abklatschen kamst, also auch wohl noch ordentlich unter Strom standest. Das wurde auch als Zeichen aufgenommen, wie sehr du hier dich identifizierst und wie sehr du Feuer gefangen hast. Wir hoffen natürlich, dass es positiv weitergeht und die positiven Ansätze aus der ersten Partie jetzt im Rathenow ausgebaut werden können. Wir freuen uns auf die Zeit zusammen mit Thomas Bradic und bedanken uns, dass er uns heute hier zur Verfügung gestanden hat. Wir würden dann auch gleich nochmal ein Foto zeigen.